Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Dorf. Ja, hier in dieser Höhle. Wir wollten eigentlich Steine farmen, sind dann auf eine Höhle gestoßen und erkunden hier jetzt fröhlich vor uns hin. Alter. Alter. Oh mein Gott. Seht ihr diese Schlucht da hinten? Das ist ja nicht mehr feierlich. Oh mein Gott. Ist das ein riesiges Höhlensystem? Okay. Wisst ihr was, Leute? Also, ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, jetzt großartig was farmen zu gehen, ne? Aber das muss ich jetzt halt ausnutzen. Es tut mir leid. Guck mal. Ja, ich muss hier einfach nachgucken bei diesen Lavaseen. Die Chance auf Dias ist so riesig bei sowas. Ich meine, wir hatten jetzt natürlich schon welche. Aber heißt ja nicht, dass hier keine mehr sind. Auch wenn natürlich auch diese Mythen darum ranken, dass man sagt, ja, wenn da schon was war, dann es gibt so eine bestimmte Anzahl, die es in Chunks so gibt. Aber daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, komm her. Ja. Ah, leider keine Enderperle gedroppt. Schade an sich. So. Hier unter dem Wasser auch mal ganz gründlich nachgucken. Nicht, dass mir hier was durch die Lappen geht. Sieht aber noch nicht nach Dias aus. Da sind sie ja. Oh, jawoll. Okay, zwei gucken raus. Ich denke, das sind nicht unbedingt mehr. Irgendwie, wenn die so an der Decke hängen, habe ich immer das Gefühl, das sind weniger. Einer und nochmal einer. Schade. Hat man jetzt nicht so viel Glück. Aber ich will mich nicht beklagen. Denn ich liebe diese Tage. I play my music in the Untergrund und nicht in the Sun. Schade. Ups. Da habe ich kurz ein Lava-Bad genommen. Ja gut. Hier geht es anscheinend nur noch nach oben. Yep. Wir könnten mal Koordinaten gucken. Nee, ist eigentlich unnötig. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder in die andere Richtung. Denn ich wollte gucken, was mit Slimes ist. Denn wir haben ja Slime-Geräusche gehört. Und dann noch nicht in der Gegend gebuddelt, ob wir die dann auffinden, was der ursprüngliche Plan dann war. So. Ja gut, hier werde ich jetzt nicht mehr weiter rumgucken. Jetzt muss ich nur den Rückweg wieder finden, aber ich glaube, das sollte gehen. Genau, von hier sind wir gekommen. Dann hier lang, ja. Noch weiß ich Bescheid. Oh, hier ist ein Zombie gestorben, der Eisen gedroppt hat. Eigentlich netter Dude, aber brauche ich gerade nicht. So. Für Erfahrung. Genau, schon Level 25 wieder. Nice auf jeden Fall. Kam ich hierher? Ja, müsste. Einfach immer den Fackeln nach. Da kann ich nicht so viel falsch machen. Genau, das war die Schlucht hier. Dann ging es jetzt, glaube ich, noch hier rechts gleich irgendwo weiter, theoretisch. Aber da wollte ich nicht mehr unbedingt hin. Ah, ja. Hier links, meine ich. Okay, da gehe ich jetzt auch noch hin. So viel zu gut, da gehe ich nicht mehr unbedingt hin. Und bei dem Kabeldingens war die Stelle, wo ich die Slimes gehört habe. Bedeutet, ich kann hier jetzt gleich mal noch ein Stückchen nach oben laufen, weil die da theoretisch rumgehüpft sein könnten. Okay, das geht in die andere Richtung, das schon mal nicht. Da oben steht ein Skeletti-Boy, der mich jetzt hoffentlich nicht hier in diese Lava kickt. Ah! Ich glaube, ich habe es nicht aufgesammelt, obwohl ich hätte drinstehen müssen. So, hier mal ganz kurz durchbuddeln. Ah, hier geht es tatsächlich auch weiter. Ja, okay. Da wäre ich auch, ohne gebuddelt zu haben, durchgekommen gleich. Gold nehmen wir einfach mal mit, falls wir auch noch irgendwas aus Gold machen wollen. Frails hat ja jetzt zum Beispiel Gold benötigt. Also, unnötig ist es auf keinen Fall. Man braucht es bloß nicht so oft. Also es ist schon unnötig. Und nochmal Dias. Und Lapis Lazuli auch nochmal. Es läuft. Es läuft.
So, da ist noch Lava. Kann ich die so zerstören? Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Und das sieht mir jetzt nach einer sehr großen Ader aus, tatsächlich. Kann ich? Ah, okay, es hat nicht funktioniert, da gescheit zuzubauen. Zack. Ah, nee, das dauert mir zu lange. Machen wir erstmal den hier weg. So. Hier, der müsste auch gehen und den kann ich... Okay, er ist verbrannt. Fuck. Nein, ein Dia verschwendet. Wie konnte ich nur... Wie konnte ich es wagen? Ja, das war echt nicht so klug, aber naja. Ah, perfekt. Haben wir hier sogar den Rundgang, um noch besser das Lapis einzusammeln. Und jetzt ist mein Inventar voll. Granit tun wir mal weg. Habe ich... Okay, die Dias habe ich aufgesammelt. 64 hatte ich dann doch noch nicht beisammen. Ja gut. Noch mehr Gold, noch mehr Gold. Richtig die riesige Goldader. Normalerweise sind da immer nur so drei auf einmal. Jetzt hauen sie aber raus. Wobei Gold, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so selten ist, wie es mal war. Wie es mal war. Früher war ja tatsächlich auch Kohle extrem selten. Da hat man sich richtig gefreut, wenn man welche gefunden hat. Ist ja mittlerweile hinter jeder Ecke. Ja, ich dachte gerade, da hätte ich Lapis erblickt, aber das war ja nur Kohle. Kann es anders sein? Gerade noch davon geredet, dass es die ja überall gibt und direkt gefunden. So. Ich würde sagen, hier können wir dann irgendwann anders noch weiter gucken. Falls wir möchten. Gott. Okay, da war oben war ein Skelett, aber das war nicht der Zombie, den ich gehört habe. Und ich gehe jetzt zurück. Falls ich den Weg dann finde. Moment. Hierher? Wo bin ich hergekommen? Och nö. Orientierungssinn gleich 0. Ah, aber hier. Okay. Glück gehabt, dass ich in die richtige Richtung gelaufen bin. So, wir machen uns mal noch ganz kurz ein paar Fackeln. Vielleicht lieber mit dem unvolleren Stack. Nicht, dass das Inventar noch voller als unnötig nötig ist. Bla. Habe ich hier auch wirklich Slimes gehört? Oder war das vielleicht auch nur Lava? Ist jetzt gerade so mein Bedenken. Hab ja nicht gerade das beste Gehör. Aber ich meine, das waren Slimes. Ey, langsam übertreibe ich es hier aber mit meinem Glück. Ich bin wirklich hier zwei Folgen am Aufnehmen. Hatte... Nein, nicht vor Dias zu finden. Und jetzt hau ich hier richtig raus. Den habe ich natürlich gerade aus Versehen abgebaut, weil die Spitzhacke so schnell war. Schade an sich. Oh, und da habe ich gerade einen Fehler gemacht und mich straight nach unten gebaut. Passiert nur den Anfängern, die dann in Lava klatschen. So, hier höre ich auch Lava, wo wir schon dabei sind. Was ich vielleicht mit dem Slime Fab-Geräusch verwechselt habe, aber ich glaube tatsächlich nicht. 33 Dias. Okay. Vielleicht können wir da irgendwem was spendieren. Ich glaube, Frails und Voltokind haben ja noch nicht so gefarmt, dass ich denen dann was gönnen kann. Ja, komm, das ist zu weit weg schon. Glaube tatsächlich eher, dass das von oben kam. Aber kann ich natürlich jetzt nicht sicher sagen. Ich meine, in die Richtung hier haben wir ja schon die Höhle entdeckt. Ja, okay, jetzt kommt das Geräusch von links. Jetzt von rechts. Wir dürfen hier echt nah dran sein. Oh, okay. Hier war also schon ein Gang. Ah. Das hört sich doch jetzt interessant hier an. Oh, oh. Hier hat es richtig viele Zombies. Vielleicht ein Spawner oder so? Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dieser Überebene. Ich höre Slimes wieder.
Oder? Ich bin mir relativ sicher. Ich habe auch ein Skelett gehört. Aber jetzt kann ich gerade die Richtung wirklich gar nicht mehr einschätzen. Okay, jetzt höre ich nichts mehr. Oh Mann. Das ist aber auch immer schwierig, so eine Richtung dann zu finden. Hier ist es richtig leise geworden. Ja, jetzt sind sie auf einmal alle ruhig. Komm schon, macht Geräusche. Okay, also hier sind wir auf jeden Fall in der Nähe. Oh Gott, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich hoffe echt, dass das auch jetzt wirklich Slime-Geräusche sind. Jetzt höre ich aber gerade nur Skelette. Wahrscheinlich ist das Slime-Geräusch, also wenn das dasselbe sein soll, gewesen sein sollte, wie das von vorhin an dieser Stelle, wo ich was markiert habe, dann, also da glaube ich eher weniger dran, muss ich sagen. Weil wir ja mittlerweile doch schon ein Stückchen davon wieder weg sind. Na gut. Hexe. Da passe ich lieber ein bisschen auf. Hat sich Schnelligkeitstrank oder so gegönnt. Kann es sein? Wie viele Pfeile habe ich denn dabei? Ich hoffe genug. Der. Alter, wie weit werfen die kann? Ist ja crazy. So, noch mehr Skelette. Ich finde hier doch nie wieder raus. Ach komm. Was soll's. Okay, da unten habe ich gerade irgendwie kurz was durchgesehen. Ich habe hier keine Hex oder so an. Aber hat ein bisschen rumgebackt. So. Dürfte ich auch das Lapis einsammeln, bitte? Dankeschön. Creeper. Juckt mich eher weniger, muss ich sagen. Ja gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Und wieso bin ich jetzt auf einmal so langsam? Sollte ich mich jetzt nach oben graben? Wo kam ich denn gerade her? Fuck. Ich bin irgendwo runtergesprungen. Das da? Ja, ich glaube hier. Orientierungssinn gleich Amboss. Ja, gut. Hier sind wir auf jeden Fall längst gelaufen. Und dann hört es auch schon auf. Ich würde sagen, wir buddeln uns einfach hoch. So weit entfernt können wir eigentlich nicht sein. Von unserem Trautenheim. Deswegen sollte das schon klar gehen. So, jetzt nur aufpassen, nicht dass hier oben, dass wir uns unter einem Lavasee oder so rausbuddeln. Das ist natürlich ungünstig. Aber Lava braucht ja mal ein Weilchen zum Fließen. Deswegen sollte es schon klar gehen. Ist jetzt natürlich nicht so die eleganteste Methode, die ich hier anwende, ich weiß. Ah, vielleicht sollte ich zum Stacken lieber Diorit nehmen, weil Stein wollte ich ja farmen. Ursprünglich mal. Irgendwie, ich weiß nicht. So ab und zu einfach zu meinen, ist schon cool. Weil das war früher tatsächlich so das, was ich am meisten gemacht habe. Da habe ich weniger gebaut, sondern bin halt immer in die Höhlen und so. Aber eigentlich sollte das hier eher so ein Bauprojekt werden, glaube ich. Naja. 8 Stein. Habe ich noch irgendwas zum Hochsticken? Andesit. Ups. Ah, hier kommt jetzt schon Erde. Dann legen wir uns das mal. Was kann ich wegwerfen? Ja, kommen die 8 Steine daneben. Und da sind wir auch schon an der Oberfläche. Direkt neben dem Haus. Okay. Das lasse ich einfach mal so. Dann finden wir den Eingang wieder. Und ja, wir haben immerhin ein paar Stacks Steine gesammelt. Naja. Und ganz viele Dias. So. Hoppala. Überleg.
So, Kohle kann ich hier auch wieder ein bisschen aufstocken. Und dann passt das doch. So. Wunderschön. Dann legen wir noch die Dias, Lapis Lazuli und sowas ab. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Aber hier habe ich noch nichts für. Über einen Stack haben wir schon. Ey, damit kann ich mir auf jeden Fall nochmal eine neue Rüstung machen dann irgendwann. So. Spezialsteine kommen da rein. Und die Kühe wollte ich noch ganz kurz vermehren. Vorausgesetzt, Weizen ist schon gewachsen. Ja, sieht aber nicht so gut aus. Doch, da hinten, ja, die zwei, drei Felder. Nee, komm, dann lassen wir's. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part wieder, wenn wir dann vielleicht auch ein bisschen was bauen werden. Oder nochmal Stein farmen, je nachdem. Mal gucken. Bis dann und tschüss.